Hallo, mein Name ist Juliette Piotrowski und heute erzähle ich euch was über mein Lieblingspferd. Sir Diamond. Lange Geschichte mit Happy End. Wir haben den gekauft, der war 3 Tage alt, direkt beim Züchter. Stall Troff in Jemgum. Meine Mutter ist da jahrelang hingefahren und wollte da ein Fohlen kaufen. Allerdings hat sie keins bekommen. Und Sir Diamond war dann das auserwählte Fohlen. Dann haben wir den aufgezogen, zur Körung vorgestellt. Dann wurde er gekört, prämiert. Dann hat er gedeckt. Dann war er ein bisschen wild beim Reiten. Dann musste er erstmal 3- und 4-jährig mit Springsattel ein bisschen durch Springpferdeprüfungen laufen. Also keine Dressurkarriere in Sicht. Damals war ich ja noch im Springsattel unterwegs und dann habe ich gesagt, ach Mama, wenn der jetzt mit Dressursattel eh nicht läuft im Moment, dann kann ich ihn ja auch springen. Kannte der ja von der Körung. Ja, und dann haben wir es gemacht. Ja, und dann hat Mama ihn geritten, hat 5-jährig auch eine Dressurpferde L oder 2 mit ihm gewonnen. Und danach aber musste er leider kastriert werden, weil er auf dem Turnier schon extrem abgelenkt war. Ne? Keinen Schritt ging, viel gewirrt hat, was Hengste halt teilweise so machen. Irgendwie hat uns der Weg wieder zusammengeführt. Als Mama angefangen hat, Wechsel mit ihm zu üben, wurde er wieder etwas bockig. Und ja, dann hörte ich nur Julie und danach durfte sie nie wieder aufsteigen. Ja, so war das. Für mich ist der persönlich größte Erfolg gar nicht irgendeine Medaille auf einer Euro oder einen deutschen Meistertitel oder so. Für mich ist der größte Erfolg, dass ich es mit dem Pferd selber geschafft habe, von der M-Dressur bis in den Grand Prix. Das ist für mich einfach, ja, das kann ich eigentlich gar nicht beschreiben. Ich meine, wir haben den gekauft, als der gerade laufen konnte, mehr oder weniger. Und der ist jetzt 11 und hat mehrfach Grand Prix gewonnen mit mir. Ich habe ihn selber ausgebildet, ich bin 23 und ich bin da wahnsinnig stolz drauf, einfach weil ich auch so sehr an ihm hänge, ne? Und wir natürlich auch viele Durststrecken mit ihm hatten, weil er ja nicht so einfach war. Irgendwie haben wir uns gesucht und gefunden, also it's a match. So, jetzt habe ich euch was über mein Lieblingspferd erzählt und das nächste Mal erzähle ich euch, wie bei mir alles anfing.